Und was ist das jetzt für ein Saal? Ist das der Rittersaal? Weißer Leune? Bro! Come on! Dafür ist Zelda noch nicht bereit. Da hast du auch wieder recht. Es ist deine Pflicht. Es gibt keine Ausrede. Du musst dich ihm stellen. So, und zumindest das war ansehnlich. Aber war eben auch die Kombi mit der Ulti. Das können wir jetzt nicht häufig nutzen. Aber natürlich genauso wie er. Elemente. Den Eisstab zum Beispiel. Der hat sich aber schnell befreit. Okay. Nächster Attackenkonter, ganz wichtig. Aufgepasst. Ausweichen, ausweichen. Und jetzt schnell mit dem Eis-Modul stoppen, Schaden reindrücken und nachsetzen. Oh Mann, warum hat der jetzt immer noch nicht seinen Bruch? Vielleicht mal den Attackenhagel provozieren. Ja, jetzt wäre ein guter Moment gewesen. Ah, das meine ich eben, dass ihr erster Angriff immer so lange dauert. Das ist halt ein Nachteil. Aber wir haben hier gleich nochmal die Möglichkeit, einen Bruch herbeizuführen mit der Bombe. Hat das gezählt? Ja, es hat gezählt. Dann drück ihm den Schmetterangriff rein. Ja. Okay, Hälfte der Leben abgezogen. Cool bleiben. Du hast noch nicht so viel Schaden gefressen. Da haben sich andere schon mehr angestellt, Zelda. Das ist gut. Damit kann man leben, aber der weiße Leune wird auch zunehmend ungemütlicher. Blitzstab! Gefolgt von Stasis. Ah, zu spät. Das ist echt Wahnsinn. Also mit den Elementen kannst du gar nicht so viel gegen ihn ausrichten. Der befreit sich da super schnell. Oh, fuck! Nein! Ah, ich wollte noch A drücken wegen Ulti, um abzubrechen, aber zu spät. Zu spät! Das wär perfekt gewesen. Um seinen Mega-Angriff da zu verhindern. Aber gut, der Schaden hat sich jetzt auch nicht so krass bemerkbar gemacht. Zelda bleibt ready und behält diesen Moment natürlich für Instagram in Erinnerung. Ja, so muss das doch sein. Komm, kriegen wir den nächsten Bruch schnell hin? Jetzt oder nie? Come on! Nein! Ganz, ganz knapp. Aber hey, dann eben mit dem Feuerstab. Yes! 700 Kills und Schmettermove. Bam! Das sieht doch jetzt schon sehr, sehr gut aus. Nochmal Eiskonter. Oh fuck, ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Da ist er. Das waren jetzt so viele Gegner, ich konnte den Leunen gar nicht von dem anderen Gesindel unterscheiden. Oh, ich muss sagen, der Waggon ist gar nicht mal so gut gegen den weißen Leunen. Oh, jetzt habe ich ihn aber irgendwie dazu gebracht, gegen die Stufe zu schießen. Oder gegen die Säule. Das war sehr gut. Boah. Boom. Zählt das trotzdem als Bruch? Weil ich habe auch Eis eingesetzt bei dem Move. Ja, es zählt tatsächlich. Okay, das ist ein enormer Vorteil von Zelda. Dass du... Yes. Auch wenn du ein anderes Modul nutzt, oder einen anderen, gänzlich anderen Angriff. Sie nutzt für ihre Moves ja immer alle. Ne? Stasis, Eis, Magnet. Und wenn das dann in der Kombo dabei ist, zählt das trotzdem. Und du kannst den Bruch herbeiführen. Heftig. Okay. Wie geht's weiter? Durch eine der beiden Türen, rechts und links, oder? Einen anderen Weg sehe ich hier nämlich gerade nicht. Naja. Okay, ich gucke halt nur 20 Mal wegen Secrets. Denke aber, wir haben alles. Ja, komm, lass gehen. Was hier abgegangen ist, war sowieso schon heftig genug. Let's go. Hier runter.
Es kann eigentlich nicht mehr weit sein. Ich glaube, wir sind gleich draußen. Ja, so ist es. Aber wo ist der König? Was zur Hölle? Der verfolgt uns. Nein! Als ob der König oder was? Ehrenmann. Vater! Geht. Oder auch nicht. Hier obliegt nun der Schutz der Prinzessin. Ich bin mir sicher, du weißt, was zu tun ist. Vater! Lass mich los! Meine Tochter, beschütze sie. What the fuck? Aber er kann nicht tot sein, weil er ist ja der alte Mann in Breath of the Wild, der Link ganz am Anfang die Einweisungen gibt und mit ihm spricht, oder war das sein Geist? Das ist... Gibt es vielleicht noch Hoffnung? Es muss etwas geben, das wir tun können. Worauf warten wir?
war das denn? Oh oh, jetzt hat sich auch die Overworld-Musik geändert. Und man sah das Schloss in Ganons Besitz. Es scheint, dass Mipha, Daruk, Urbosa und Rivali in ihren Titanen eingeschlossen sind. What? Jan, wie soll ich jetzt deren Sidequests machen? Ach du Schande. Oh mein Gott. Okay. Es ist alles anders als davor. Die Eskalation ist im vollen Gange. Trotzdem widmen wir uns heute erst noch anderen Dingen. Feuer-Spezialtraining Mittel. Das machen wir jetzt einfach mal mit den verfügbaren. Es sind nicht viele, lul, aber gut. Feuer-Spezialtraining, ja, keine Ahnung. Lass mal mit Link machen. Mit Link als Lanzenmann. Zählt das eigentlich als Lanze, das Ding? Ja, doch. Ja, nice. Feuermoblins besiegen. Nichts lieber als das. Muss eh ein bisschen leveln. 40 wird ja mittlerweile vorausgesetzt für diese Titanen-Missionen. Alter, da bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, weil eigentlich müssten die Recken doch jetzt sterben. Stimmt's? Aber irgendwie ist das strange, weil es gab ja noch so viel mit denen zu machen und auch mit den Titanen. Hätte man das jetzt zwingend vorher machen müssen, wenn man 100% spielt? Ist doch scheiße, oder? Na, ich bleib mal gespannt. Und bereite mich vor. Vor allem, was ist eigentlich mit den anderen beiden? Weil verfügbar waren ja jetzt nur Rivali und Mipha, ne? Kommen die anderen beiden dann nachher? Aber wieso? Ich meine, war ja sonst auch nicht so. Wenn ihr euch an den Anfang erinnert, da hatten wir ja auch die Wahl zwischen allen vier Reckenmissionen. Und nicht nur zwei. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Boah, schöner Kill mit der Hellbarde gegen den zweiten Feuermoblin. Jetzt noch schnell er hier. Und ich weiß nicht, wie knapp das Zeitlimit bemessen ist. Ich muss mal ein bisschen auf die Tube drücken hier, Ulti ist halt nicht ansatzweise ready, das ist ein bisschen belastend, aber es gibt halt nur diese starken Gegner. Sprich, ich kann keine Power gegen Dullis sammeln. Oh, ein Feuer-Hinox, was? Sowas gibt es auch? Bro, ich glaube, das Spiel explodiert gerade. Was ist denn passiert? Auch das mit der Verheerung, dass Ganon jetzt schon da ist, das kam so. Also irgendwie konnte man ja mitrechnen, aber gleichzeitig war es jetzt dann auch doch etwas plötzlich. Fandet ihr nicht auch? Alter, das Zeitlimit geht einfach noch weiter hier. Ich habe jetzt 2,25, um den zu besiegen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ja, aber komm, meine Hellbarde, die ballert. Die ballert richtig rein hier. Du kommst jetzt hier auf den Dönerspieß. Wie krass der aussieht. Und wie krass der zuschlagen kann. Muss ich ihm lassen. Oh, das tut weh, ne?
Das tut weh. Eisstab. Ja, komm, brech ihn. Yes, 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 yes. Das holt richtige Zeit raus. Sollten wir schaffen. Aber wenn danach jetzt noch was kommt, dann bin ich RIP. Und wenn ich auf die Karte gucke, dann habe ich leider auch das Gefühl, es geht noch weiter. Dann habe ich leider das Gefühl, es geht noch weiter. Zackenhagel. Wichtig. Hälfte der Zeit ist um. Ja, komm, der ist doch fast tot jetzt. Er ist doch fast tot jetzt. Aber er bietet mir auch gerade nichts mehr an mit den Modulen leider. Deswegen muss ich mit Gewalt jetzt reinhauen. Auch wenn ich Schaden fresse, egal. Jetzt geht's darum, ihn wirklich schnell zu besiegen. Trotzdem kann man das besser machen, ich weiß. Aber er ist tot, er ist tot, er ist tot. Let's go, schnell. Ach nee, ist Ende. Oh, okay. Ah, okay. Da hat mich die Map jetzt ein bisschen verwirrt, weil es sah so aus, als würde da danach noch weitergehen. Uff, das wäre aber auch wirklich zu heftig gewesen, ne? So war es gerade noch im Rahmen. Aber schön, die Missionen werden echt sehr spannend jetzt. Aber sag mal, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt ein Upgrade für die Recken aktiviere? Geht das nicht? Nee, es geht wirklich nicht. Auch die ganzen Missionen sind ausgeblendet. What the fuck? Nee, das ist abgeschlossen, aber das nicht. Weil ich da Daruk brauche. Ey, ist ja zu wild, was hier passiert. Flugübungen. Ein Krog mit einem großen Blatt ist unglücklich, weil er der Einzige ist, der nicht gut fliegen kann. Ja, ich kann gar nicht fliegen. Soll ich jetzt auch weinen oder was? Du könntest ein Feuer machen, damit Aufwind entsteht. Damit fliegt selbst ein Anfänger gut. Mhm. Warte nur, bis du meinen neuen Tanz siehst. Du entzündest ein Feuer und erzeugt es so Aufwind. Das half dem Krog zu fliegen. Wahrscheinlich wird auch sein Flugtraining mit Maronus sehr erfolgreich sein. Neuer normaler Angriff für Maronus. Sehr schön, ja. Etwas gegen Heimweh. Ein Mädchen aus Kakariko ist unglücklich, da es unter Heimweh leidet. Bereite ihm ein warmes Gericht zu, das es an sein Heimatdorf erinnert. Prima, gut gemacht. Nach mehreren Versuchen gelingt dir ein schmackhaftes Rezept aus den berühmten Spurtkarotten von Kakariko. Damit kannst du das Mädchen sicher aufheitern. Schmeckt. Die Mission soll ich machen. Ah, die ist mir aber noch ein bisschen zu hoch. Lass die machen hier. Blitz-Spezialtraining Mittel. Ich glaube, auch das mache ich mit Link. Werde mir dieses Mal aber 50% weniger Blitzschaden gönnen. Und mich dann der Sache stellen. Habe jetzt zwar vergessen, die Waffe zu wechseln, aber wir haben ja insgesamt noch ein bisschen wenig mit der Lanze gespielt. Daher hat sie die zusätzliche Screamtime eigentlich verdient. Besiege viele Gegner. Okay. Oh, was war das denn für ein cooler Angriff? Da stoppt sogar die Zeit in der Luft. Und ich kann mir dann aussuchen, wo ich reinsteche. Sehr, sehr geil. 200 Kills brauchen wir. Und es trifft sich gut, dass wir hier gegen Exalfosse kämpfen, weil ich kann noch einige gelbe Exalfoss-Schwänze gebrauchen. Für die ein oder andere Mission. Immer her damit. Drei Minuten. Boah. Klingt machbar, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht alles ist. Da kommt bestimmt noch ein Boss. Und wenn es nur ein Elektromoblin ist, weißt du? Aber irgendwas kommt da safe. Oh, sind da mehrere von den Arschlöchern? Scheiße. Ja, ich weiß nicht, wie ich da... Ah, warum renne ich da rein? Mensch, ich hätte da schon drauf vertrauen sollen, dass die alle explodieren. Aber es sah am Anfang so aus, als hätte es halt nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe.
Okay, und es lohnt sich wohl doch ein bisschen weiter reinzulaufen, weil dann doch noch andere Gegner kommen. Vor allem lohnt es sich, das hier mit den Bomben abzubauen. Dann sterben gleich mehrere. Wir sparen Zeit. Und kriegen jede Menge Stuff. Elektrofederbeißerflügel, Schwänze von den Exalfossen. Level Up gibt's jetzt auch. Boah, ich liebe diesen Vorstoß mit der Lanze, ne? Der ist halt richtig geil. Elektropyramagus. Ja. Der kriegt jetzt mal die Ulti. Die ordentlich gescheppert hat. So, ich wollte die eigentlich sparen für einen etwaigen Boss. Aber das sind ja solche Gegnermassen hier, das sollten wir eigentlich fast ein zweites Mal aufgeladen bekommen, bevor es richtig abgeht, oder? Na, wobei. Fehlt halt nicht mehr viel. Vielleicht kann ich dem Spiel aber auch vertrauen und das ist danach vorbei. Weil es bleibt eh nur noch eine Minute übrig. Das ist halt nicht sonderlich viel, ne? Besiegt. Erfolg. Aber Blitzmoblins. Ich hab's befürchtet. Ah, okay. Aber ist ja fair. Man bekommt Zeit obendrauf. Wir haben jetzt 3 Minuten für die. Ja, das ist so. Das ist in Ordnung. Nicht unfair. Und der erste ist schon so gut wie tot. Weil Link das richtig gut macht. Tatsächlich gekillt. Geil. Okay, lass mal hier gegen die Dullis aufladen, weil die Zeit haben wir jetzt dann doch. So, ja, nice. Wir kommen der Ulti näher. Ausweichen. Na, ein bisschen zu früh. Schade. Erneut. Leider wieder, ja. Aber jetzt, ja. Yeah. Das habe ich jetzt gewollt, ne? Gib mir die Bomben. In den Hintern rein. Ausweicher. Ah, schade. Ein zweites Mal hat es nicht funktioniert. Auch zu schön gewesen. Boah, jetzt nervt er mich aber. Der ist nur noch am Rumschwingen hier. Ich bin der Einzige, der am Rumschwingen ist. Mit meiner Hellbarde. F. Ein Blitz-Hinox. Ja, moin. Aber gut. Wenn es Feuer-Hinoxe gibt. Warum nicht auch noch Blitzvarianten, ne? War ja abzusehen. Jetzt bin ich ja fast froh, dass ich meine Ulti nicht gegen die Moblins verschwendet habe. Und gleich in ihn investieren kann. Autsch. Hat er mich getroffen? Nee, ne? Ich bin nur einfach an einem Stein oder so hängen geblieben und konnte nicht auf ihn zulaufen. Naja, was soll's. Hauptsache, der Schmetterangriff hat gesessen. Und jetzt! Jetzt suche ich durch einen ab! Boom! Wundervoll! Stasis! Und nachsetzen, bitte! Wenn man das richtig auflädt, ist das ja mega. Was macht der jetzt da? Einen mit Blitz aufgeladenen Stampfer. Aber ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass wir das mit dem Attackenhagel kontern. Und boah, was ein heftiger Kill. Die Lanze in sein Auge gebohrt. Sheesh. Nice. Oh Mann, das ist so traurig zu sehen mit dem Schloss. Die Musik macht's nicht besser, Mann. Verdammt! Der Currygourmet. Dieser Schwenker, ne? Thematisch. Ein Stallmeister hat dich gebeten, Curryzutaten für einen Gast zu suchen, der Curry liebt. Doch mit einem gewöhnlichen Curry gibt sich dieser Gast nicht zufrieden. Oh ja, ich bin auch ein Curry-Liebhaber. Das muss richtig geil sein. So ein. Genau, so ein mittleres so, das geht gar nicht. Nee.
Der Stallmeister dankte dir dafür, den Wunsch des Stammkunden wahrgemacht zu haben und lud dich ein, den Stall jederzeit zu besuchen. Doch welche Art Curry macht man mit Monsteressenz? Ja, fraglich. Jetzt verfügbar Stall von Marita. Okay, der Boy hat auch einige Fische parat. Alles klar. Kreatives Tief. Die Köchin möchte ein neues Pilzrezept entwickeln, doch sie ist frustriert, da die Ideen ausbleiben. Und Pilze hat sie auch keine. Mit letzterem kannst du ihr helfen. Sammle Pilze für die Köchin. Hier, ich habe jede Menge. Oh. Durch Versuch und Irrtum erfand die Köchin ein neues Pilzrezept. Sie gab dir eines von ihren Rezepten zum Dank. Also probier's doch einmal aus. Pilzspießteller, der uns Bewegungsgeschwindigkeit plus 15% gibt, ist nun verfügbar. Es gibt kein schlechtes Klima. Eine Händlervereinigung bereist den Westen Hyrules, um mit den Gütern jeder Region zu handeln. Hilf ihnen bei den Vorbereitungen, um für jedes Klima gewappnet zu sein. Natürlich gibt es ein schlechtes Klima. Hitze, Kälte, Blitze. Die Händlergilde ist nun auf alles vorbereitet. Ihre harte Arbeit wird sicherlich Wohlstand in jede der Regionen bringen. 10% Rabatt auf Waren aus West Hyrule. Ja, ne, nehmen wir mit. Warum nicht? Damn, Alter, die Musik geht ab. Der Ausbau des Trainingsplatzes. Viele neue Schüler wollen trainieren. Damit das möglich ist, muss der Trainingsplatz vergrößert werden. Verwende einen gewissen Gegenstand, damit die Schüler nicht umsonst gekommen sind. Die Mühe hat sich gelohnt und der Trainingsplatz ist nun größer. Das ist die Gelegenheit, um dein Können mit der Lanze zusammen mit anderen zu üben und deine Technik zu verbessern. Neuer starker Angriff für Links Lanze. Weil ich es gerade sehe, wir haben ja vor kurzem diese Krog-Anzeige freigeschaltet. Die sieht man hier in der Missionsanzeige bei den Kapiteln. Ich weiß nicht, ob es auch innerhalb der Missionen sichtbar ist, aber hier auf jeden Fall. Krogs, die man noch nicht hat, werden angezeigt, sind aber ausgegraut. Ja, dann lasst uns doch mal schnell den letzten Verbleibenden aus die Quelle des Wutes holen. Und damit die Gupte Impa auch vorbereitet ist, bekommt sie jetzt ihren neuen Kodachi. Und wir verbrennen den alten plus ein paar weitere. Gibt hier sogar hier diesen Doppelbonus, weil wir was Ähnliches verschmelzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieser Hellseher Kodachi ist jetzt insane, Alter. Stärke 59 läuft bei uns. Oh, ja. Allerdings. Ja gut, wie ich den übersehen konnte, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber jetzt wäre er ja nachgeholt. Und weil ich gerade im Flow bin, holen wir noch schnell die zwei fehlenden von 7 aus der Schloss Hyrule Mission nach. Der erste relativ am Anfang im Gras, der zweite doch allen Ernstes hinter einem, den wir schon gefunden haben, am Steg. Da habe ich jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass da noch einer ist.